Das, was ich Ihnen präsentieren möchte, wird vielleicht noch etwas allgemeiner angelegt sein und jetzt kein Fachvortrag über spezifische Formen der Sozialpolitik oder des Sozialstaates sein. Ich denke aber, dass das Motto oder die beiden Motti, wer Wohnungslosigkeit bekämpfen will, muss aufhören, sie zu produzieren einerseits, oder auch unter dem Motto steht ja nachher dann die Podiumsdiskussion, wie wir über Armut denken, bestimmt unser Handeln, dass solche Sätze ja geradezu danach drängen, das etwas allgemeiner anzulegen. Ich bin mir sicher, dass es eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten geben wird an meine Vorrednerin. Ich muss tatsächlich sagen, sowohl im akademischen Bereich als auch in so einem Rahmen ist es ausgesprochen selten, dass das so gut funktioniert, weil das so gut wie nie funktioniert, dass eine Vorrednerin oder ein Vorredner sich ebenfalls auf Marx und Adorno bezieht. Das war sicher vor 30 Jahren mal anders, aber heutzutage ist das überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr. Und jetzt werden Sie also gleich mit zwei solchen Vorträgen hier traktiert. Sie werden das dann teilweise auch an den Begrifflichkeiten merken, dass es da durchaus einige Anknüpfungspunkte gibt, wenn auch sicher wir, was man nachher in der Diskussion vielleicht sieht, da ein paar Punkte auch zum Diskutieren haben werden. Anita Netzner hat in einer Einleitung, wie ich fand, sehr schön gesagt, dass es ja eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, darum gehen müsste, dass man so etwas wie Wellnessbereiche und flauschige Frottee, Bademäntel schlicht und einfach für alle einfordert, also auch in einer Sozialpolitik und für Wohnungslose irgendwie einklagen müsste. Und das ist ein sehr schöner Hinweis auf den Titel meines Vortrages, der schlicht und einfach Luxus für alle heißt. Und ich würde gerne beginnen mit dem Ankündigungstext für meinen Vortrag, den Sie auch alle in Ihrer Mappe dort diesen kurzen einen Absatz drin haben, wo ich gleich einleitend einmal ganz apodiktisch feststelle, dass in der bestehenden Gesellschaft Sozialarbeit gezwungen ist, genötigt ist, sich an der Verwaltung des falschen Ganzen zu beteiligen. Da kommt natürlich gleich mal die Frage, was ist hier mit falschem Ganzen gemeint? Und als allererste vorsichtige Annäherung kann man einfach sagen, es geht darum zu verdeutlichen, dass Armut und Elend selbstverständlich nicht vom Himmel fallen und dass sie auch nicht einfach in einer schlechten, irgendwie zu verbesserungswürdigen Verwaltung begründet sind. Soziale Not liegt also nicht einfach an zu viel Markt und zu wenig Staat, was in der Regel so eine eher linksorientierte Vorstellung ist, aber keineswegs nur in der Linken vorhanden ist. Ich werde darauf mehrfach noch zurückkommen. Aber die Existenz von sozialer Not, von Armut und von Elend resultiert eben auch keineswegs einfach aus einem zu viel Staat und zu wenig Markt, wie es quasi der Gegenpol, also die Liberalen, in der Regel behaupten würden, sondern ganz allgemein gesagt, das liegt schlicht und einfach am System. Und die Frage wäre, was heißt das eigentlich? Was ist das für ein System, über das man da redet? Was ein System, das systematisch Armut und Elend produziert? Und das werde ich versuchen, ein bisschen auszuführen. Ich schreibe weiter in dem Ankündigungstext zu diesem Vortrag. Als Lösungsvorschlag kann Sozialarbeit stets nur auf eine gleichmäßigere Verteilung des Elends drängen, wo es doch um seine Abschaffung gehen müsste. Gleichmäßigere Verteilung des Elends, da müsste man dann über das Stichwort Gerechtigkeit reden, was ja auch schon vorhin erwähnt wurde. Auch darauf werden wir vielleicht nachher in der Diskussion zurückkommen. Diese Feststellung, dass Sozialarbeit also stets nur diese gleichmäßigere Verteilung des Elends auf die drängen kann, obwohl es doch um seine Abschaffung gehen müsste, das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern das ist erstmal eine Feststellung, dass das so ist. Es geht darum, dass man sich zumindest das Bewusstsein darüber bewahrt, dass es strukturelle Grenzen für jeden Reformversuch, für jedes reformistische Herangehen gibt. Dass es also in der Natur der Sache liegt, dass jedes noch so gut gemeinte Herumdoktern das Elend nicht aus der Welt schaffen kann und wird, weil dieses Elend eben im Grundprinzip dieser Gesellschaft selbst beschlossen liegt. Ganz allgemein kann man das zum Beispiel so formulieren, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der nicht die Bedürfnisse von Menschen den Grund zur Produktion liefern, sondern eben das Streben nach der Verwertung von Kapital. Nicht, weil Menschen Schutz vor der Natur brauchen, werden Wohnungen gebaut, sondern schlicht und einfach, weil sich damit Geld verdienen lässt. Nicht, weil Menschen Hunger haben, wird Essen hergestellt, sondern weil die Produktion von Lebensmitteln profitabel ist. Diese sozusagen Grundwahrheit, ja, die wird natürlich heute in gewisser Weise abgemildert durch bestimmte Formen von Sozialstaatlichkeit, um die es sehr, sehr ausführlich in dem ersten Vortrag auch gegangen ist. Allerdings, das sollte man da vielleicht auch noch hinzufügen, nur in sehr, sehr wenigen Regionen auf dieser Welt ist das überhaupt der Fall, dass es diese Abfederung, diese Abmilderung durch gewisse Formen von Sozialstaatlichkeit gibt.
Aber auch dieser Sozialstaat existiert ja nicht, denke ich, wie Staatsidealisten und Idealistinnen unterschiedlichster Couleur meinen, um den Menschen Gutes zu tun, sondern dieser Sozialstaat existiert, und ich denke, dass man das auch historisch an der Entstehung der Sozialstaatlichkeit sehr genau aufzeigen kann, sondern er existiert schlicht und einfach, um die grundsätzlichen Bedingungen der aus sich selbst heraus ja nicht nur zerstörerischen, sondern auch durchaus selbstzerstörerischen Kapitalverwertung, um diese Grundbedingungen aufrechtzuerhalten. So eine Bezeichnung des Staates als ideeller Gesamtkapitalist, eine Formulierung, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, trifft wahrscheinlich noch viel eher zu, wenn wir uns die diversen Wohlfahrtsstaatssysteme, also die vorhin auch schon erwähnten fordistischen oder die späteren sogenannten postfordistischen oder neoliberalen Sozialstaatskonzepte anschauen. Das trifft auf diese wahrscheinlich noch viel mehr zu, also auf diese Wohlfahrtsstaatssysteme, in deren Ruinen wir in gewisser Weise heute ja eigentlich alle leben. Ich werfe dann in meinem Ankündigungstext Fragen auf und frage, kann Sozialarbeit also angesichts dieser strukturellen Probleme gar keinen Beitrag dazu leisten, eine nach Maßgaben der Vernunft eingerichtete Gesellschaft zu errichten? Ist sie, frage ich weiter, ist sie dem Bestreben, gesellschaftliche Zustände zu schaffen, die es den Menschen erstmals ermöglichen würde, ihr Leben selbstbewusst zu planen, diametral entgegengesetzt? Und selbstbewusst, also sein Leben selbstbewusst zu planen, heißt, in meinem Verständnis, um das ganz deutlich zu machen, selbstbewusst sein Leben zu planen heißt, jenseits der Verwertungsimperative des Kapitals und auch jenseits der Herrschaftsimperative des Staates. Und ich würde diese Frage, also ob Sozialarbeit so einem Bestreben diametral entgegengesetzt ist, natürlich mit Nein beantworten. Alles, was es Menschen ermöglicht, sich mit mehr beschäftigen zu können als dem nackten Überleben, ist natürlich immer auch ein Beitrag zu sowas zum Beispiel wie der Ermöglichung von Kritik, also auch von Kritik, die aufs Ganze geht. Doch mit der jeweiligen Konzeption von Sozialarbeit werden natürlich immer bestimmte Vorstellungen davon transportiert, wie so eine Kritik auszusehen hätte und damit also auch, wie die Gesellschaft, in der die soziale Arbeit stattfindet, begriffen wird. Also die eigene Vorstellung davon, wie Sozialarbeit beschaffen sein sollte, sagt sowohl was über die Gesellschaft, in der man lebt, und dann aber natürlich auch etwas über eine Gesellschaft, die als mögliche Alternative ja irgendwie im Raum steht. Und da stellt sich also weiteres die letzte Frage, die ich in meinem Ankündigungstext abschließend aufwerfe, nämlich, wer ist eigentlich schuld daran, dass Elend und Armut in ihrer heutigen Form so existieren? Und Sozialarbeit bei aller Kritik an ihr natürlich zu einer Notwendigkeit werden lassen, also zumindest dann zu einer Notwendigkeit werden lassen, so man sich nicht in einem völligen Zynismus begeben möchte, also in einer Art zynischer Ignoranz gegenüber dieser so begrenzt doch immer vorhandenen Möglichkeiten, Leid im schlechten Bestehenden in irgendeiner Art und Weise zu minimieren. Ich werde also versuchen, ein paar zu diesen Fragen, die ich da aufwerfe, ein paar Schlaglichter, wenn auch nicht wahrscheinlich zur Beantwortung, aber doch zumindest zur Beleuchtung dieser Fragestellung zu liefern. Wie man sich Sozialarbeit vorstellt, hat natürlich viel damit zu tun, wie man sich Arbeit ganz allgemein vorstellt. Und es ist ja sehr oft so, vor allem bei einem, sagen wir mal, eher unkritischen Zugang zur Sozialarbeit, dass Sozialarbeit über weite Strecken darin besteht, Menschen wieder in den Verwertungsprozess, in den Arbeitsprozess einzugliedern. Und da der, sagen wir mal, idealtypische Sozialarbeiter oder auch die idealtypische Sozialarbeiterin in der Regel ja irgendwie links ist, würde ich gerne davon ausgehen, im Weiteren, wie Arbeit einerseits sowohl in der Linken, dann aber auch durchaus gesamtgesellschaftlich häufig gesehen wird und was meiner Meinung nach daran falsch ist. Wie immer bei solchen Vorträgen wird das ein kleiner Gewaltritt und viele Sachen werde ich da immer nur anreißen können und andere Sachen werden völlig ausgespart bleiben. Aber zum einen gibt es ja nachher, wie gesagt, die Diskussion, morgen gibt es die Workshops und es ist ja freundlicherweise auch schon auf den Büchertisch hingeworfen worden, wo Sie auch Publikationen von mir finden, wo hoffentlich alle Fragen, die ich hier in einer halben Stunde nicht klären kann, endgültig beantworte. Das, was ich Ihnen da jetzt so kurz hinknalle, wird wahrscheinlich, wie das auch immer bei so Vorträgen ist, für einige überhaupt nichts Neues sein. Sie denken dann nur, na, wissen wir doch alles. Und für andere vielleicht ein bisschen überfordernd. Das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern, aber wir haben ja dann entweder gleich im Anschluss oder nachher, wie gesagt, noch die Möglichkeit, darüber zu diskutieren.
Und ich würde Ihnen gerne als erstes ein kurzes Zitat von Oscar Wilde vorlesen, bereits aus dem Jahr 1891. Dort hat er ein sehr schönes Essay geschrieben unter dem Titel »Die Seele des Menschen unterm Sozialismus«. Und dort schreibt er: »Und da wir einmal beim Begriff der Arbeit sind, will ich nicht unterlassen hinzuzufügen, dass heutzutage sehr viel dummes Zeug über die Würde der körperlichen Arbeit gesagt und geschrieben wird. Dabei besitzt körperliche Arbeit nichts, was notwendigerweise Würde verleiht und ist zumindest absolut entwürdigend. Der Mensch ist für Besseres geschaffen, als im Dreck zu wühlen. Alle Arbeiten dieser Art sollten von Maschinen verrichtet werden«, sagt er 1891. Hätte sich nun die Linke in den letzten 100 Jahren mehr an jemanden wie Oscar Wilde, vorzüglicher und leider, wie ich denke, viel zu unbekannten Schrift orientiert, anstatt den Arbeitsfetischismus ihrer zumeist etwas moralinsauren Vordenker und durchaus auch Vordenkerinnen aufzusorgen, dann hätte sie durchaus gewusst, dass Arbeit den Menschen in aller Regel eben nicht erfüllt, wie man das häufig hört, sondern in aller Regel fertig macht. Sie würde nicht beklagen, dass der Gesellschaft die Arbeit ausgeht, eine Klage, die man ja sowohl im linken als auch im rechten als auch im liberalen Feuilleton häufig hören kann, sondern sie würde skandalisieren, dass in der bestehenden Gesellschaft, also so wie die Gesellschaft heute eingerichtet ist, solch eine ja ausgesprochen begrüßenswerte Entwicklung, ja, was ist dagegen einzuwenden, wenn der Gesellschaft die Arbeit ausgeht, dass in der heutigen Gesellschaft so eine ausgesprochen begrüßenswerte Entwicklung eben zu keiner Befreiung führt. Man fragt sich wirklich, was ist das für eine Welt, in welcher der technische Fortschritt systematisch neues Elend verursacht. Und natürlich fragt man sich dann auch, quasi auf die Subjekte gewendet, was sind das eigentlich für Menschen, die angesichts der Einrichtung dieser Welt nicht mit aller Leidenschaft für jenes ganz andere, also eine andere Gesellschaft streiten, die es den Individuen ermöglichen müsste, sich in Dingen wie Ausschweifung und Genuss, geistiger und körperlicher Hingabe, Kunst und intellektueller Selbstreflexion als sowas wie ein Gattungswesen, also ein Gattungswesen Mensch, überhaupt erst zu konstituieren. Es ginge also darum, sich die Welt im wie auch immer widersprüchlichen Einklang mit den Mitmenschen und, wenn es nach mir geht, mit der größtmöglichen Bequemlichkeit anzueignen. Und das hieße unter anderem Abschaffung des Eigentums an Produktionsmitteln, und zwar zum Zwecke der Verwirklichung von Freiheit. Aber eben nicht, wie das häufig in gerade linken gesellschaftskritischen Ansätzen durchaus angeklungen ist, nicht etwa aus Hass auf die Reichen oder gar auf Hass auf den Reichtum. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, gerade in der Bundesrepublik Deutschland ist das eine leider sehr weit verbreitete Unart linker autonomer Gruppen, die einen Kleinkrieg mit Molotow-Cocktails gegen sogenannte Luxuskarossen führen und dann immer so Parolen an die Wände sprühen, nieder mit dem Reichtum. Ja, das halte ich für eine völlig wahnsinnige Parole. Die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln dürfte also weder aus Hass auf die Reichen und schon gar nicht aus Hass auf den Reichtum resultieren, sondern sie ist notwendig aufgrund der Beschränkungen der menschlichen Entfaltungen, die dieses Eigentum zwangsläufig mitbringt und selbst noch dem Besitzenden auferlegt. Es ginge also um eine von Ausbeutung und Herrschaft befreite Gesellschaft, nicht zum Zwecke der Konstitution repressiver Kollektive oder gar einer Rückkehr zu irgendeiner vermeintlich natürlichen Lebensweise, sondern zur Befreiung der Individuen aus jenen gesellschaftlichen Zwängen, die ja angesichts des heute existierenden gesellschaftlichen Reichtums schlicht und einfach völlig anachronistisch sind. Wenn man so etwas sagt, dann kennen Sie natürlich wahrscheinlich alle den Aufschrei. Aber wie soll das gehen? Widerspricht das nicht der menschlichen Natur? Ich frage mich dann immer, was um Himmels Willen soll die menschliche Natur sein? Und schon der Dandy und Gentleman Oscar Wilde, den ich eingangs zitiert habe, hatte die durchaus passende Antwort auf derart geschichtsvergessene Einwände parat, als er nämlich sagte: Von der menschlichen Natur lässt sich nur eins zweifelsfrei sagen, und zwar, dass sie sich unablässig verändert. Doch statt nun also für die Bedingungen der Möglichkeit von individueller Freiheit und von gesellschaftlicher Autonomie zu streiten, also auch für eine Art produktiven Müßiggang, der durchaus ja was anderes ist als auf die Dauer nur Langeweile verströmendes Nichtstun, statt dafür zu streiten, sucht man in der Schinderei der Arbeiterfüllung und, was noch schlimmer ist, findet sie womöglich. Ganz unabhängig von der Tatsache,
dass Menschen heute natürlich Arbeit und Arbeitsplätze benötigen, schlicht und einfach, um sich im globalen Maßstab gesehen am Leben zu erhalten. Also weil nochmal, in den meisten Weltregionen gibt es nicht mal sowas wie eine sozialstaatliche Absicherung, wo man dann halt, auch wenn man arbeitslos ist, durch eine gewisse Alimentierung einfach für die Verwertung auf Dauer irgendwie noch als Material am Leben erhalten wird, sondern da ist das tatsächlich lebensbedrohlich, wenn man keine Arbeit hat. Also ganz unabhängig davon, dass man das heute natürlich braucht und dass Arbeitslosigkeit allein aus diesem Grund, ja, weil diese Gesellschaft so ist, dass man das notwendigerweise braucht, ein massives Problem darstellt. Unabhängig davon muss festgestellt werden, Arbeit macht krank, Arbeit schändet, Arbeit ist Mühsal und in der Regel macht Arbeit auch ziemlich hässlich. Jemand wie Karl Marx wusste das übrigens und hat allen Kritikern und Kritikerinnen gesellschaftlicher Elendsproduktion ins Stammbuch geschrieben: Das Reich der Freiheit beginnt erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Die sich, könnte man jetzt vor dem Hintergrund dieses Zitats sagen, die sich sehr merkwürdigerweise immer wieder auf Marx berufende Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung hingegen, hat die Vernutzung der Arbeitskräfte zum Zwecke der Verwertung des Kapitals zur anbetungswürdigen Selbstverwirklichung geadelt. Das proletarische Schaffen sei gut und der eigentliche Skandal in der Sichtweise der Mainstream-Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung, der eigentliche Skandal des Kapitalismus bestünde darin, nicht jedem Menschen einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Ob Sozialdemokraten oder Bolschewisten, ob christliche Soziallehre oder faschistischer Produktivitätswahn, ob Leninisten oder Fans von Heinz Christian Strache, sie alle konnten und können sich für so eine elende Parole wie »Die Arbeit hoch« begeistern. Anstatt sich beispielsweise an Paul Lafargue, das war der Schwiegersohn von Karl Marx, zu erinnern, der das Recht auf Faulheit hochgehalten hat, soll es also ein Recht auf Arbeit sein, für das keineswegs nur am 1. Mai immer wieder gestritten wird. Weil ich den 1. Mai gerade erwähne, ich tue mir das jedes Jahr an, ich lebe in Wien und gehe auf diesen, soweit ich weiß, europaweiten größten 1. Mai-Aufmarsch, nämlich von der Sozialdemokratie. Und es ist natürlich, also das ist faszinierend. Also am Tag davor demonstriert die SED gegen die Fremdenrechtsgesetze, die ihre Partei eine Woche vorher verabschiedet hat. Ja. Und am 1. Mai selber demonstriert die Sozialdemokratie dann immer gegen ihren eigenen Sozialabbau. Und es ist, wie gesagt, ich gucke mir das jedes Mal an. Da stehen dann irgendwie, wie Sie ja alle wissen, die Führer der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und meistens noch ein paar Gäste aus dem europäischen Ausland und wettern gegen den Sozialabbau, der in den letzten 10 Jahren in Europa beschlossen wurde, fast ausnahmslos unter Beteiligung genau jener Leute, die da vorne stehen. Und warum das so ist, dass Ihnen da 10.000 Leute zujubeln und Sie niemand von der Bühne holt, wird für mich ewig ein Rätsel der Geschichte bleiben, was wahrscheinlich nur praktisch zu lösen ist. Ich sehe, ich habe die parteipolitischen Präferenzen von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen offensichtlich falsch eingeschätzt, wenn ich jetzt Applaus bekomme. Nun gibt es aber keineswegs nur einen sozialdemokratischen Arbeitsfetischismus. Und das ist, ich mache jetzt einen ziemlichen Sprung, das soll jetzt keine blöde Denunziation der Sozialdemokratie werden, aber nichtsdestotrotz. Adolf Hitler proklamierte in Mein Kampf zum Beispiel, Zitat Hitler, den Sieg des Gedankens der schaffenden Arbeit, die selbst ewig antisemitisch war und antisemitisch sein wird. Wie ernst der Führer das gemeint hatte, das konnte man bekanntlich später über den Toren der Vernichtungslager nachlesen. Sie kennen alle diese Parole, Arbeit macht frei. Die Linke hingegen polemisierte, und in dem Punkt ist sie dann teilweise der Ideologie des Nationalsozialismus dann eben doch sehr viel näher gewesen, als sie wahrscheinlich immer lieb gewesen ist. Die Linke hingegen polemisierte gegen die schmarotzenden Müßiggängern, müssen sich nur mal den Text der großen Internationale in Erinnerung rufen, und wünschte sich sogenannte Arbeiter- und Bauernstaaten, oder hat sie eine DDR auch gleich errichtet, anstatt die Menschen vom elenden Dasein als Arbeiter zu erlösen, was ja eigentlich das wäre, worum es gehen würde, oder aber auch anstatt, ein schönes Zitat, ein weiteres von Marx, das gerade in Tirol unbedingt erwähnt werden sollte, sie aus der Idiotie des Landlebens zu befreien. Der Arbeitsfetischismus von links bis rechts sieht die ehrliche Arbeit also um ihren gerechten Lohn betrogen, sei es durch die Zinsknechtschaft, wie es damals bei den Nazis hieß und heute übrigens bei ganz so wenigen Islamisten wieder heißt, oder die keineswegs nur von der Antiglobalisierungsbewegung so inbrünstig gehassten Spekulanten. Die Agitation geht gegen die da oben, gegen die Bonzen und Parasiten,
die eben lieber konspirieren, als durch anständige Arbeit etwas zum Volkswohlstand beizutragen. Um diesen Arbeitsfetischismus nur etwas zu illustrieren und auch zu zeigen, wie gesamtgesellschaftlich der eigentlich sich darstellt, der Papst verkündet, die Arbeit trage dazu bei, Zitat, Gott und den anderen näher zu sein. Bei den Nazis von der NPD in der Bundesrepublik firmiert Arbeit noch vor Familie und Vaterland, wenn man in ihr Parteiprogramm schaut. Die freiheitlichen Arbeitnehmer hierzulande fordern Hackeln statt Packeln. Und die Linke, Teile der Linken, müsste man wahrscheinlich mal einschränkenderweise sagen, artikuliert ihren reichlich abgehalfterten Antifaschismus zum Beispiel in Parolen wie Heider in die Produktion. Sie sehen schon ein etwas älteres Beispiel. Gerade in der Linken wurde die Kritik immer wieder nicht gegen Herrschaft als solche gerichtet, sondern gegen die Herrschaft der Dekadenten in luxusschwelgenden, zum Beispiel auch trinkenden Führungselite, gegen die dann im Namen des ehrlich arbeitenden, manchmal auch sich in Abstinenz übenden Volkes agitiert wurde. In dem Text von mir, der auch, glaube ich, in dem Jahresbericht abgedruckt ist, versuche ich das an dem Beispiel der Verfilmung vom Animal Farm von George Orwell zu verdeutlichen. Das ist ein Paradebeispiel dafür, was den Vorteil hat, dass das mal fast alle kennen und natürlich auch mögen. Und darum kommt die Kritik da mal besonders gut an. Unterschwellig richtet sich bei so einem Vorgehen die Kritik gegen den Luxus selbst, also gegen einen Luxus, der doch eigentlich das ganze Ziel einer ernsthaften emanzipativen Bestrebung sein müsste. Man stößt sich, ähnlich wie in den heutigen Bewegungen der Sozialneider, nicht daran, dass nicht alle gleichermaßen am Luxus partizipieren können, sondern daran, dass es nicht allen gleich schlecht geht. Der Hass auf das unterstellte oder ja auch tatsächlich arbeitslose Einkommen ist aber nicht nur eine falsche, sondern angesichts seiner Ressentimenthaftigkeit wirklich ausgesprochen gefährliche Antwort auf gesellschaftliche Krisenerscheinungen und auf ungleiche Reichtumsverteilung. Und nicht nur aufgrund seiner Ressentimenthaftigkeit, sondern ich denke auch durchaus aufgrund seiner geradezu notwendigerweise implizierten Verherrlichung des Staates. Der in jedem arbeitsfetischistischen Pamphlet artikulierte Sozialneid ist das exakte Gegenteil von einer natürlich dringend notwendigen Sozialkritik. Helfershelfer bei der Rettung der Arbeit soll dann stets eben der Staat sein, der den zügellosen, nicht dingfest zu machenden Marktkräften den Betrug an der ehrlichen Arbeit unmöglich machen soll. Und das heißt, kein Arbeitsfetischismus ohne Staatsfetischismus. Was ist daran nun das Problem? Wird der Staat gegen den Markt in Anschlag gebracht, werden Folgen kritisiert und zugleich aber deren Ursache legitimiert. Es wird also nicht mehr, was richtig wäre, das Kapitalverhältnis und der Staat als dessen kollektiver Organisator für die systematische Schädigung des Interesses der abhängig Beschäftigten verantwortlich gemacht, sondern der Kapitalismus wird, und Sie kennen das wahrscheinlich alle aus den Medien oder leider auch aus vielen sozialwissenschaftlichen Publikationen, der Kapitalismus wird lediglich mit immer neuen sprachlichen Zusätzen versehen, vom Turbokapitalismus über den Casino- und Mafia-Kapitalismus bis zum Raubtierkapitalismus. Oder wie das beim Gott sei bei uns der Globalisierungskritiker und Gaddafi-Freund Jean Ziegler heißt, der kannibalistische Kapitalismus. Darin äußert sich in erster Linie natürlich sowas wie moralische Empörung, aber ganz sicher keine Kritik, nämlich keine Kritik, die sich zunächst einmal ja ein Begriff vom zu Kritisierenden bilden müsste. Und leider schauen dann in der Regel auch die Rezepte so aus, also beispielsweise die Rezepte des reformistischen Flügels der Antiglobalisierungsbewegung, die sich in Form von Gruppierungen wie ATTAC ja als eine, um den Zusammenhang zu der Tagung auch herzustellen, als eine Art ideeller Gesamtsozialarbeiter konstituiert hat. Dort wird also erst durchaus zutreffend, ganz richtig, das Elend in der Welt beschrieben, also von den drastischen Verelendungstendenzen in den Metropolen, mit denen Sie ja wahrscheinlich in Ihrer alltäglichen Praxis permanent konfrontiert sind, bis hin zum Massensterben in den Hungerregionen. Das wird also durchaus ganz richtig dargestellt. Doch dann fordert man nicht etwa, wie es beim jungen Marx, wie ich denke, sehr schön hieß, den Umsturz aller Verhältnisse, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, was, wie ich finde, eine adäquate Reaktionsweise auf dieses Massenelend wäre, sondern eine neue Steuer. Ja? Und irgendwie scheint niemand mehr diese unglaubliche Diskrepanz aufzufallen zwischen dieser Beschreibung dieses Elends und dann zu sagen, ja, dann machen wir eine neue Steuer. Mit Tobin Tax und Co. will man also den Auswüchsen des wurzellosen Finanzkapitalismus zu Leibe rücken.
Und so muss es einen dann auch gar nicht wundern, und das ist der Punkt, warum ich vorhin gesagt habe, das ist mehr als nur eine falsche, sondern durchaus eine gefährliche Kritik, so muss es einen auch gar nicht wundern, dass manche Verlautbarung der Globalisierungskritiker klingt, als wollten sie die nationalsozialistische Unterscheidung in gutes sogenanntes schaffendes Kapital und böses sogenanntes raffendes Kapital nacheifern. Die Grundlage dieser Trennung ist aber nun keineswegs eine Erfindung der nationalsozialistischen Ideologie, sondern im Arbeitsfetischismus jeglicher Couleur angelegt. Auf der einen Seite also die arbeitsplätzenden, schaffenden, verantwortungsbewussten Industriekapitäne, die man irgendwie ganz okay findet, ja, die der Gemeinschaft einen positiven Dienst erweisen. Und auf der anderen Seite das als unproduktiv wahrgenommene, oder nicht nur wahrgenommene, sondern das tatsächlich unproduktive Kapital der Zirkulationssphäre, das, wenn man diese Bilder sich dann anguckt, in gemeinschaftsfeindlicher Absicht rastlos seine Krakenarme um den Globus spanne und die, wie es in vielen Publikationen dann heißt, die Würde der Völker angreife, zu deren Verteidigung bekanntlich nicht nur so lateinamerikanische Linkspopulisten und Ahmadinejad-Freunde wie Hugo Chavez, Evo Morales oder Daniel Ortega angetreten sind. Und diese Aufspaltung, ja, diese Unterscheidung finden Sie in vielen Bereichen. Und natürlich ist immer die Frage, also wird die wirklich konkretisiert zu dem, wie das dann in der nationalsozialistischen Ideologie wirklich zu Ende gedacht wurde? Das ist ja keineswegs zwangsläufig. Oder ist das nun mal erstmal so eine natürlich auch bereits falsche und zu kritisierende Trennung? Eins meiner Lieblingsbeispiele aus der Populärkultur, um das vielleicht etwas zu verdeutlichen für diese Aufspaltung, ist, weil es wieder jeder kennt, der Spielfilm Pretty Woman. Sie wissen, Richard Gere und Julia Roberts, genau, wie konnte ich das vergessen? Und diese Geschichte dieses Films ist schlicht und einfach die Bekehrung des wurzellosen Zirkulationskapitalisten, ne, Richard Gere, durch die schöne Prostituierte hin zum bodenständigen Produktionskapitalisten. Und am Anfang mag man Richard Gere nicht, dann mag man nur Julia Roberts und am Schluss mag man natürlich beide, weil der schließlich bekehrt wurde zu jemandem, der am Anfang so rumstottert, wenn er gefragt wird, was er eigentlich produziert, und dann sagt er, ja, er zerstückelt irgendwie Unternehmen. Und das mag man nicht als Zuschauer, und am Schluss gibt dann so eine Antwort, da wird er nochmal gefragt, was er inzwischen produziert, und sagt, Schiffe, große Schiffe, also was ganz Konkretes. Gegen diesen globalisierten Kapitalismus werden dann Dinge wie eben die Würde der Arbeit mobilisiert. Und es wird, und das ist ja geradezu die Geschäftsgrundlage dieses, wie ich es vorhin genannt habe, ideellen Gesamtsozialarbeiters-Attack, dagegen wird dann der Verlust der Gestaltungsmöglichkeiten der Politik eingeklagt oder beklagt. Der Skandal der heutigen Gesellschaftsreform besteht aber nicht darin, dass die Politik in einigen Bereichen weniger zu melden hat als früher. Und nebenbei bemerkt, sie hat in einigen Bereichen durchaus sehr viel mehr zu melden als früher. Sie müssen sich nur mal also das ist mal so eine absurde Vorstellung, ja? Man sagt ja, die Politik hat auch nichts mehr zu sagen. Gucken Sie mal im Bereich der Migrationsverwaltung, da ist der Staat und da ist die Politik sehr viel aktiver als vor 20 Jahren. Und das ist eine Politik, der bekanntlich pro Jahr mehrere tausend Menschen an den europäischen Außengrenzen zum Opfer fallen. Der Skandal besteht also nicht darin, dass die Politik in einigen Bereichen weniger zu melden hat, sondern das Niederschmetternde einer auf Gedeih und Verderb an die Verwertung von Kapital geketteten Gesellschaft besteht darin, dass in ihr, um es gleich ganz deutlich zu machen, dass in ihr das millionenfache Verhungern von Menschen, die zwar Lebensmittel nachfragen, aber eben über keine zahlungskräftige Nachfrage verfügen, achselzuckend in Kauf genommen wird. Das heißt, das Obszöne dieser Gesellschaft besteht darin, dass Luxus und Genuss den meisten Menschen auch in den materiell vergleichsweise abgesicherteren Weltgegenden vorenthalten werden. Das ist also nichts mit Wellness und plüschigen Bademänteln irgendwie in der Wohnungslosenhilfe ist, obwohl das angesichts der entwickelten menschlichen und gesellschaftlichen Fähigkeiten schlicht nicht notwendig wäre. Das ist so nicht etwa, weil irgendwelche finsteren Mächte das so beschlossen hätten, sondern weil es eben ganz einfach der Logik des Systems der Kapitalakkumulation entspricht. Ein System, gegen das es heute eigentlich keine wahrnehmbaren Einwände mehr gibt, es sei denn von Leuten, welche die bestehende Gesellschaft durch noch Schlimmeres ersetzen wollen. Nur um da nicht missverstanden zu werden, das zynische Achselzucken des Liberalismus, also der angesichts der schlechten Einrichtung der Welt erklärt, die Menschen seien nun einmal so, und der im Übrigen auch über seine eigenen Konstitutionsbedingungen überhaupt nichts wissen will, dieses zynische Achselzucken des Liberalismus ist natürlich überhaupt nicht besser als dieses linke Geraunze. Gegen liberale Konkurrenzverherrlichung und gegen den linken Staatsfetischismus ging es um eine Kritik der Arbeit, die also weder mit so einem traditionellen Marxismus etwas zu tun hat,
noch mit alternativen Verzichtsideologien. Gerade die Abgrenzung gegenüber so alternativen Verzichtsideologien scheint mir wiederum gerade hier in Innsbruck besonders wichtig. Soweit ich weiß, treibt hier immer noch diese Subsistenz-Esoterikerin Claudia von Werlhof ihr Unwesen. Solch einer Kritik der Arbeit geht es nicht um eine gleichmäßige Verteilung des Elends, sondern um seine globale Abschaffung. Sie will nicht Konsumverzicht, sondern, daher eben doch der Titel meines Vortrages, Luxus für alle. Solch eine Kritik skandalisiert, dass Luxus und Genuss, ich wiederhole das nochmal in anderen Worten, den meisten Menschen eben vorenthalten werden. Wie gesagt, nicht weil irgendwelche fiesen Leute das wollen. Es bedarf dazu nicht des bösen Willens von irgendwelchen Heuschrecken, wie das heute heißt. Also Heuschrecken, so werden heute halt die, sagen wir mal, die Charaktermasken des Finanzkapitals genannt, ja, um einen klassischeren und besseren Begriff für diese Leute irgendwie zu finden. Sondern man kann das gar nicht oft genug betonen, allein aus der Logik eines Systems, das sich eben nicht an den Bedürfnissen der Menschen, sondern an der Verwertbarkeit des Kapitals orientiert. Solch eine Kritik der Arbeit richtet sich auch nicht gegen das Glücksversprechen der Bürger, sondern sie versucht, den ideologischen Gehalt dieses Glücksversprechens anzugreifen, also ein Glücksversprechen, was sozusagen mit der französischen, der amerikanischen Revolution in die Welt gesetzt wurde. Sie lehnt das überhaupt nicht ab, sondern sie versucht, den ideologischen Gehalt von diesem Versprechen aufzuzeigen und zu zeigen, dass dieses Versprechen in der bürgerlichen Gesellschaft, aus der dieses Versprechen resultiert, selber in der Regel überhaupt nicht eingehalten werden kann, also ein Versprechen bleibt. Solche Art Gesellschaftskritik, solch eine Kritik der Arbeit will auch keinen falschen Kollektivismus oder gar Gemeinschaftssinn, sondern die verwirklichte Freiheit des Individuums, eines Individuums, das sich eben über seine gesellschaftliche Konstitution bewusst ist. Dementsprechend verachtet solch eine Kritik so eine Parole wie die Arbeit hoch und setzt dagegen zum Beispiel die Vorstellung von dem auch vorhin schon erwähnten Theodor W. Adorno von einem befreiten gesellschaftlichen Zustand, der einmal das sehr schön so umschrieben hat, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen. Auf die Dauer würde das wohl auch nicht glücklich machen, aber es ist immer noch eine hervorragende Medizin, sowohl gegen den gesamtgesellschaftlichen Arbeitsfetischismus als auch gegen die zwar mitunter hysterischen, aber merkwürdig leidenschaftslosen Pseudoaktivitäten linker Provenienz. Aktivitäten, die viel zu oft immer tiefer in jenes geistige und materielle Elend hineinführen, das doch vorgeblich bekämpft werden soll. Nachdem ich jetzt auch Adorno erwähne, ich hatte nicht das Glück und die Ehre, den schon erwähnten Heinz Steiner persönlich zu kennen. Ich kenne ihn aber sehr gut aus seinen Arbeiten und Schriften. Und warum erwähne ich ihn gerade, wenn ich Adorno erwähne? Er hat natürlich nicht nur sehr wichtige Sachen über Sozialpolitik und die Kriminalsoziologie geschrieben, sondern auch eine Vielzahl von Büchern über Adorno, das nur als kurzer Literaturhinweis, nämlich auch ein sehr schönes Buch, obwohl ich da überhaupt nicht mit einem übereinstimme, über Adorno in Wien, was einerseits recht anekdotisch angelegt ist, nicht deswegen sehr gut liest, aber in diesen Anekdoten viel über das Wesen der kritischen Theorie sozusagen vermitteln kann, das nur so als kleine Anmerkung. Aus fast allen Parteien hört man heute, um das auch nochmal in anderen Formulierungen darzulegen, aus fast allen Parteien hört man heute leidenschaftliche Anklagen gegen die sogenannten Spekulanten und Finanzhaie. Das ist übrigens, also gerade auch am 1. Mai, ne, wenn ich das vorhin schon erwähnt habe, na klar, wenn die Sozialdemokratie nicht sagen, dass sie den Sozialabbau gemacht haben und dafür mitverantwortlich sind, dass die Gesellschaft so ausschaut, wie sie ausschaut, dann sagen sie, ja, das war das internationale Finanzkapital. Anstatt Sozialkritik zu formulieren, wird Sozialneid gepredigt. Gesellschaftskritik wurde schon längst durch die Markierung von vermeintlich Schuldigen ersetzt. Und das müssen eben nicht immer die sozial Schwachen und irgendwie rassistisch diskriminiert oder die Juden sein, sondern dieser Mechanismus kann sich auch mal gegen vermeintlich oder tatsächlich Mächtige richten und er wird dadurch nicht wirklich viel besser. Anstatt die gesellschaftlichen Gründe für das menschliche Elend ins Visier zu nehmen, werden Personifikationen der gesellschaftlichen Verhältnisse dem Volkszorn ausgeliefert. Anstatt für die Vollendung des Individualismus und für seine gesellschaftlichen Voraussetzungen zu streiten, klammert man sich weiter an so Sklavenparolen wie die Arbeit hoch. In der Huldigung des Prinzips der Arbeit finden rechts und links zusammen, es finden der sozialdemokratische Etatismus und der liberale Konkurrenzwahn zueinander. Jemand wie der schon eingangs erwähnte Oscar Wilde hätte für dieses Theater wahrscheinlich nur Verachtung übrig gehabt. In seinem schon erwähnten Essay »Der Sozialismus und die Seele des Menschen« heißt es ebenso knapp wie treffend, Muße, nicht Arbeit, ist das Ziel des Menschen. Und das wäre, und damit komme ich auch schon zum Ende, das wäre natürlich auch eine schöne Grundlage für Sozialarbeit.
die nicht den alternativen Krisenverwalter für die kapitalistische Verwertung abgeben möchte. Menschen inmitten der Unfreiheit, so viel Freiheit wie nur irgend möglich zu verschaffen, das ist natürlich allemal ein ausgesprochen lohnendes Ziel. Und so gesehen könnte Sozialarbeit immer auch ein Beitrag zu so etwas wie Erziehung zur Mündigkeit sein, ein anderer wichtiger Begriff von Adorno, ein ganzes Buch von Adorno, ein Beitrag zur Erziehung zur Mündigkeit sein, was auch heißt eine Ermöglichung von Verantwortung für sich selbst, was aber etwas völlig anderes bedeutet, Verantwortung für sich selbst in diesem Sinne als diese, sagen wir mal, die Selbstverwaltung des eigenen Elends oder auch etwas anderes bedeutet als diese liberalistische Selbstinwertsetzung des Subjektes, ja, wo man sich selber dann irgendwie jetzt auch noch als so verwertbaren Kapitalanhängselteil begreifen soll und die eigene persönliche Fitness und so weiter und so fort in den Vordergrund stellt, etwas, was in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen hat, warum die Leute irgendwie überhaupt nicht mehr freudestrahlend über fetten Schweinsbraten, Alkohol und Rauchen und ein paar andere Dinge reden können, sondern eigentlich permanent über ihre Diäten und ihre Fitnessstudios diskutieren. Das hat also ja so an sich banale Erscheinungsformen, haben ja genau damit was zu tun, ja, dass die Leute mit einer gesellschaftlichen Züchtigung und auch durch Selbstzurichtung, ja, man kann die Leute, die so agieren, ja nicht freisprechen davon. Ja, das ist ja nicht nur immer der böse Staat und die böse Gesellschaft, die das den Leuten indoktriniert, das ist durchaus auch eine Selbstzurichtung, die da stattfindet. Ja, also das soll es alles nicht sein. Es soll ein Beitrag zur Erziehung der Mündigkeit sein, einer Ermöglichung von Verantwortung für sich selbst. Also nicht um diese Selbstverwaltung und Selbstinwertsetzung geht es, sondern schlicht um eine, wie auch immer, prekäre Garantie sozialer Absicherung, die, um mit was relativ Banalem zu enden, schlicht und einfach notwendig ist, um jene individuelle und gesellschaftliche Selbstreflexion überhaupt das zu ermöglichen, die einzig perspektivisch dann vielleicht doch noch einmal so etwas wie zu wirklicher Freiheit führen könnte. Herzlichen Dank für die geduldige Aufmerksamkeit. Ich glaube, es war eine super Idee, dass wir das bei offenen Türen gemacht haben.